Herzlich willkommen im Restaurant Weinstock. Mein Name ist Herbert Englert und ich koche Ihnen heute Lachs im Strudelteig. Jetzt haben wir hier zuerst die Seite Lachs, legen wir auf dem Brett. Dann bereite ich hier das für 4 Personen vor. Zuerst den Lachs filetieren, das heißt von der Haut trennen. Ein bisschen mehr wegschneiden, dass man hier eigentlich das Dunkle nicht so hat. Das ist für die Ästhetik nicht gerade besonders förderlich. Wenn man schön filetiert hat, dann legt man das zur Seite, dreht den Lachs rum, dann hat man die schöne Seite des Lachs. Filetiert ist noch groß, das hier unten sind die Bauchlappen, das kann man dann für eine Soße verwenden. Dann schneidet man hier noch die kleinen dunklen Stellen ab. Das ist dann noch der Teil von der Mittelkrete. So kann man sich dann 4 wunderschöne Filets portionieren. Das heißt für 4 Personen. In dem Fall würde die Seite Lachs für 5 Personen reichen. Mariniert das mit Salz und Zitronensaft. Mal schauen, dass die Kerne dann bei der Zitrone heraus sind. Dann legt man die so schön übereinander. Wiederhole das gleichzeitig nochmal. Dann die andere Hälfte des Zitronensaftes und gibt das dann übereinander. Dann beginnt man die vorgefertigten Gemüseschüljen. Ich koche das am liebsten mit Olivenöl. Lass das Olivenöl kurz erhitzen. Nehme dann zuerst den Sellerie. Das sind ungefähr 100 Gramm Sellerieschüljen. Schüljen nennt man im Fachgebrauch für Streifen. Dann nochmal die gleiche Menge Karotten. Die kann man beides etwas früher reingeben als den Lauch, weil die einen längeren Gargrad haben. Und dann kann man das so ansortieren oder anschwitzen, im Fachjargon, ca. 4-5 Minuten. Dann würzt man das alles auch mit Salz und Pfeffer ab. Gibt dann die Lauchstreifen oder Lauchschüllen dazu. Sie sollten nicht durchgegart werden, das heißt, sie sollten noch einen festen Biss haben, weil sie ja dann nochmal zusammengeschlagen dann in den Ofen kommen. Sobald das alles gewürzt ist und ansortiert ist, mischt man das erst mit Weißwein ab. Ich nehme bevorzugt einen Müller-Thurgau. Ich gebe dann hierzu nochmal einen Schuss Pernod. Das war's jetzt erstmal. So, jetzt sollten die ganzen Schüljen oder Streifen noch einen festen Biss haben. Und dann stellt man das zur Seite und lässt es bis auf Handwärme erkalten. Ich habe hier zugekauft einen handelsüblichen Wiener Strudelteig. Das ist ein hauchdünner Teig, den man bevorzugt besser zukaufen kann, weil wenn man den selbst macht, das schafft man als Laie. Selbst als Küchenprofi hat man da ganz, ganz große Schwierigkeiten. Heute gibt es ein herkömmliches Produkt auf dem Markt. Gibt es in den verschiedensten Einzelhandelsgeschäften. Da schneidet man sich so halbe Seiten runter, legt das zur Seite. Nehmt dann ein Stück Lachs, gibt diesem Lachs etwas Gemüseschüllen dazu. Am besten noch ein Sträußchen Dill mit rein. Und muss ihn nicht mehr weiter bearbeiten und backt ihn sorgfältig die Teile nach unten ein und legt es entweder auf ein vorgefertigtes gebuttertes Blech oder auf eine Backmatte. Also dieser Wiener Strudelteig ist ein hauchdünner Teig, der besteht eigentlich nur aus Mehl und Wasser. Ich verwende den bevorzugt gegenüber einem Blätterteig. Man kann es natürlich auch im Blätterteig machen, aber der Strudelteig hat weniger Fett, ist wesentlich leichter bekömmlich und wird knuspriger nach dem Backen. Darf man ruhig ein bisschen Gemüse drauf geben. Sollte man nicht sparen. Der Dill gilt für das Aroma, sollte frisch sein. Und dann leicht einpacken. Jetzt gebe ich dann den Lachs im Strudelteig, am besten gleich ins Rohr. Aus dem Grund, sonst wird der Strudelteig zu porös, den sollte man gleich backen. Und dann gebe ich den bei 180 Grad ca. 12 bis 14 Minuten ins Rohr. Jetzt habe ich hier einen vorgefertigten Kürbis. Bevorzugt einen Muskatkürbis, geschält, schneide ich noch in grobe Würfel
und koche den eigentlich nur in Salzwasser. Gib keine anderen Gewürze hinzu als Salz. Hier in den Topf. Lass das ca. 20 Minuten kochen. Jetzt gebe ich nochmal Olivenöl in eine Sauteuse. Lass das heiß werden. Keine Zwiebel, sondern nur Sellerie und Karotten. Kleine Würfel geschnitten. Sortiere die an. Nehme dann noch Stängel vom Dill. Sortiere die mit an. Gib weiterhin keine Gewürze hinzu, sondern nur kräftig Weißwein. Gieß es dann mit Sahne auf. So, jetzt lasse ich das so lange garen und kochen, bis die Karotten und der Sellerie richtig weich gekocht sind. Gebe dann die gesamte Flüssigkeit in einen Messbecher oder in einem Gefäß und püriere das. Und zum Schluss gebe ich hier nochmal für 4 Personen ungefähr 100 Gramm Rauchlachs hinzu. Dadurch erziele ich, dass ich eine schöne sämige Soße habe und gleichzeitig einen schönen Lachsgeschmack in der Soße. Dann gebe ich das zurück in die Sauteuse. Da kann man schon erkennen, dass die Soße, ohne dass ein Gramm Mehl dabei ist, schön sämig ist. In der Zwischenzeit habe ich meinen Kürbis weich gekocht. Hier gieße ich dann die gesamte Flüssigkeit ab und fülle es mit etwas Sahne auf. Gewürzt wird dann alles nur mit Salz, Pfeffer, kräftig Zucker und etwas Zitronensaft. Wenn das einreduziert ist, gebe ich das auch in ein Gefäß und püriere das gleichermaßen. Das gibt man dann zurück in die Sauteuse und lässt es langsam köchelt einreduzieren, bis es fest ist. Jetzt nehme ich dann den Lachs in Strudelteig nach 12 Minuten aus dem Rohr. Dann lasse ich das noch ein bisschen ziehen und ein bisschen nicht auskühlen, aber so auf knapp unter 80 Grad runterkühlen. Dann gebe ich in meine Soße nochmal vorgefertigte geschälte rote Paprikawürfel für die Optik. Richte dann zuerst mein Püree an, am besten mit einem ovalen Eisportionierer. Dann meine Soße, als Gemüsesoße, und schneide dann meinen Lachs auf. Habe hier dann schön einen durchgebratenen Lachs auf Gemüsesoße. Als Garnitur vielleicht noch ein Dillsträußchen und in der Mitte noch etwas Sahne. Ich wünsche Ihnen beim Nachkochen viel Freude und gutes Gelingen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.